Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer Folge von Rotato. Heute werden wir den Charakter Irrer oder auch Crazy genannt spielen und deswegen nehmen wir heute auch einen Crazy Build. So, wir nehmen den Irren und gehen auf Messer. Es gibt noch ein Shuriken-Build, habe ich gesehen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der irgendwie gar keinen Sinn macht, weil das ist ein Melee, so der Irre ist ein Melee. So, wieso sollte man einen Shuriken benutzen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den schon mal gespielt habt. Beziehungsweise, was ihr da für Items benutzt habt, beziehungsweise, wie ihr das fandet, mit den Shuriken zu spielen. So, aber wir spielen die Messer und schauen, dass wir da so ein bisschen auf Melee gehen. Natürlich gehen wir auf Gefahr 4. So, wir haben jetzt schon zwei Messer. Also, wir kriegen ja durch den Irren, kriegen wir ja ein Messer am Anfang. Ihr seht es ja schon. So, da müssen wir dann mal gucken. Da gehen wir auch irgendwie auf Crit und auf natürlich auf Melee-Schaden. Ich schaue auch mal, dass ich vielleicht die 50 Tempo noch hinkriege. Aua, das tat weh. So. Und ja, schauen wir mal. Dynamit brauchen wir überhaupt nicht. Können wir verwerten. So, jetzt können wir hier auf Finger gehen, weil Crit ist natürlich geil. Reflexe oder halt den Midi-Schaden können wir erhöhen. Ich würde trotzdem erstmal die Reflexe gehen. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Dolch. Oder ein Messer. Dolch ist es ja nicht. So, rollen noch einmal neu. So, hier haben wir jetzt natürlich nichts. Kein Geisterzepter und sowas brauchen wir halt nicht. Armbrust, Elefantenbaby nicht. So, wir können noch mal rollen. Hackbeil brauchen wir auch alles nicht. Wir rollen noch einmal neu. Armbrust, Shuriken. Hätten wir jetzt einen anderen Bild gespielt, hätte das vielleicht geklappt. Dann hätte das auch Sinn gemacht. So, Brille brauchen wir auch nicht. Wir rollen noch mal neu. Schraube, Schere. Das ist alles das, was wir nicht brauchen. Wahnsinn. Gehen wir. Wir gehen hier die Crit-Chance. Natürlich erhöhen wir die, weil am Ende geht natürlich wieder alles über Crit. So. Weiter. Zack. Jetzt für die roten Augen durch Irre. Passt ja irgendwie, ne? Wahnsinniger Irre. So. Wie gesagt, ich möchte auch mal gucken, dass wir den Speed auf 50% erhöhen, also das Tempo. Damit wir. So. Damit wir den Erfolg auch mal mit haben. Aber schauen wir erstmal. So, wir haben jetzt hier Nahkampfschaden plus 2, das nehmen wir definitiv mit, das ist gut. So, Faust, Armbrusttasche, niedlicher Affe brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Hier gehört das Messer, nehmen wir doch mal mit. Ziegenschädel brauchen wir leider auch nicht. Weiter geht's. So. Ah. So. Also, diese Skillung, ne, mit den Messern, das ist schon sehr, sehr weird, sag ich mal. So. Muss aber auch schon ein bisschen Glück haben mit den Items, die man kriegt, ne, weil. So, den Baum noch schnell. Ja, nice. So, die Welle ging relativ fix irgendwie rum. So, Augen braucht man nicht. Gehirn, Schulter, nein, und Lunge auch nicht. So, wir rollen mal neu. Herz, Schädel brauchen wir leider auch nicht. Wir brauchen davon gar nichts. Das ist alles ein bisschen schade. Trizeps macht nicht so viel Sinn. Hier Beine, da können wir nochmal mehr. Wir den Tempo erhöhen, Klebeband und so brauchen wir auch nicht. Wir rollen mal neu. Hier haben wir noch ein Messer, das ist sehr, sehr gut. Einmal rollen wir noch, da haben wir noch ein Messer. Jetzt haben wir erstmal unsere 6 Messer, das ist schon mal ein sehr guter Start. So. Das sieht aus, ey. So. Au. So. Au, au, let's go. Keine Gegner, ey. Wo sind die alle? So. Wie gesagt, 50 Tempo ist auch zusätzlich unser Ziel, damit wir, den Erfolg auch direkt gleich mitmachen. Nahkampfschaden. So, hier kann man mal schön sehen, das Reflexe, Finger und Unterarme sind halt die Sachen, die wir eigentlich gerne haben. Ich nehme jetzt mal hier Finger. Hier ist sonst nichts dabei. Wir nehmen halt Beine, damit wir Tempo kriegen. Hier können wir das Messer nehmen natürlich. Das macht natürlich großartig Sinn. Rollen wir nochmal. Kopfverletzung lohnt sich nicht. Das auch nicht. Mütze auch nicht. Wir rollen nochmal neue Shuriken. Das ist alles Mist. Und einmal nochmal rollen. Hackbeil, Faust, kleiner Frosch. Das ist alles Quatsch. So, wir gehen mal weiter. Bam. So. So, jetzt gehen wir hier runter. Da ist ein Baum, den nehmen wir mit. Noch ein Level-Up wäre mal ganz nice.
Wie gesagt, ich möchte mein Tempo gerne auf 50 erhöhen, damit wir da auch mal noch was freischalten. Dass wir nicht immer nur noch Charakter spielen, sondern auch nebenbei mal die ganzen anderen Sachen freischalten. Aber Tempo ist auch wichtig in dem Bild. Du bist halt nur mal ein Melee und musst halt sehr viel ausweichen. So. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Schaden. Lohnt sich alles nicht. Ja, wir nehmen Reflexe, Angriffstempo, das ist geil. So, weiter. Wir haben schon mal ein Messer, sehr gut. Das machen wir aber so, dass wir die kombinieren und den Messer mitnehmen. Ne? Den Messer, nicht das Messer. So, was haben wir hier? Faust, Fledermaus brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Ne, das macht alles keinen Sinn. Rollen nochmal neu. Hier Schwert, wir haben hier noch ein Messer, sehr gut. So, dann haben wir schon mal 4 blaue und weiter geht's. Wie gesagt, ich würde halt mal gucken, dass ich ein paar Temposachen kriege, damit ich halt schneller laufe. Oder ob wir das alles über Skillung regeln, aber... Aua, das hat weh. So. Man kann natürlich auch die, man hätte auch das Messer am Anfang verkaufen können, weil du kriegst ja durch den Irren, kriegst ja am Anfang ein Messer. Und das hätte man ja auch verkaufen können und hätte sagen können, okay, da gehen wir jetzt auf Shuriken. Wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen. Aber ich wollte eigentlich den Bild mal Absicht spielen. Weil ich lange kein Melee-Bild mehr hatte. So. Scheiße. Okay, ich wollte eigentlich den Baum noch holen. Igel. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden, LP-Regeneration. Eigentlich geil. So, LP-Regeneration weniger. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Vor allem wegen Melee-Bild. So, was haben wir hier? Ausweichen, Nahkampfschaden, Erntenschaden. Hier, Nahkampfschaden, Baby mit Bart. Bringt mir hier halt echt wenig. 2. Ja, aber die Reichweite ist scheiße, weil wir haben so schon kaum Reichweite. Daher ist das alles ein bisschen Quatsch. So, jetzt haben wir 6-mal blau. Das ist schon mal ganz geil. Wahnsinn können wir mitnehmen. Einmal Räumer noch. Linse, Messer. Hier, da haben wir schon mal einmal lila. So, die Reichweite 250. Das ist auch schon mal ganz geil. Okay, das hat eh alles 250. Ich habe gedacht, das war jetzt höher. Abklingzeit ist runter. Schaden, Crit ist erhöht. So, Schere, Linse. Okay, brauche ich alles nicht. Weiter geht's. Der Igel auf dem Kopf. So. Let's go. So geil. So, nochmal irgendwo Bäumchen. Nee. Keine Bäume hier. Was ist denn das? So. Da ist ein Baum. Er kommt immer erst kurz vor Schluss, ne? Echt. Ah, wir haben noch ein Level. Sehr, sehr gut. So, komm. Mal ein bisschen Tempo. Fernkampfschaden lohnt sich halt null. Reichweite lohnt sich halt null. Ja, ich möchte gerne. Oh, es ist alles nicht so geil. Ja, gut, wir nehmen hier Finger mit. Oh, ich würde gerne Tempo, ne? Eigentlich muss ich Finger nehmen. Okay, machen wir einfach. Ausweichen, Ernten, Elementar, Nahkampfschaden. So, da haben wir es doch. So, was haben wir jetzt hier? Das ist alles Mist. Wobei, aber da geht die Crit-Chance runter. Das ist halt nicht das, was ich möchte. Rüstung, Crit-Chance. Ja, wir müssen Wahnsinniger dürfen wir jetzt nicht so oft machen, weil wir dann unseren Schaden runterdrücken. Elementarschaden, Nahkampfschaden. Holzkohle ist eigentlich gar nicht schlecht. Minus 2 Ernten. Köder. Ja, nehmen wir einfach mit. Sollen halt ein paar Spezialmonster kommen. Au. Es tat schon gut weh gerade. So. So. Jo. Ich
mal kurz was gucken. Tempo. Ja, nur Bewegung. Okay. Warte, ich habe echt gedacht, dass Tempo auch die Schlag-Dings erhöht. Und schneller zuschlägt. So. Level up. So ein Item wäre halt nice, ne? Aber das Spiel mag mich halt einfach nicht. So, was haben wir jetzt? Recycling-Maschine. Aber ich verwerte ja kaum Items. So, Technik, Fernkampfschaden. Brauchen wir alles nicht. Das ist alles Mist. Angriffstempo. Machen wir mal mit. So. Jetzt muss ich überlegen. Tonikum. Alles Mist. Dünger, Messer. Wir könnten die kombinieren. Nehmen wir ein Messer mit. Waschung. Oh, Beherrschung ist eigentlich geil. So, nehmen wir mal mit. So. Einfach mal durchholen. So. Okay, alles klar, das ist das Angriffstempo, was wir jetzt erhöht haben, oder ist die 15%? Der da. Okay, hat er halt auch eine Kiste dabei. Sehr geil. So. Noch ein Item, geil. Das ist sehr, sehr geile EP. Sehr, sehr geil. So, was haben wir hier? Seltsames Essen, das brauchen wir nicht. Werten, Baum. Okay. So, Glück, Tempo. Tempo. Ernten, Angriffstempo nehmen wir noch. So, was haben wir hier? Schere, Messer, sehr gut. Ich habe am Überlegen. Ach komm. So. Was ist denn das? Energiearmband, Crit. Ach so, Elementarschaden. Ne, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Oh. Ich überlege halt gerade, das zu verwerten. Ja, komm. So. So, das nehmen wir auch noch mit, eine Sonnenbrille. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Crit. Was haben wir das hier? Das hier. Die Eimer noch. Legierung. Springer, Ausweichen. Legierung nehmen wir mit. Weil das hat Nahkampfschaden drin. Und natürlich Crit. Alles das, was wir brauchen. So, ansonsten geht's weiter. Das mit Tempo komme ich aber noch nicht so ran, ne? Also diese 50% Tempo, die wir da irgendwie machen müssen. Ich meine, klar, man könnte jetzt alles nehmen und könnte auf Tempo gehen, ne? Und könnte jetzt sagen, okay, ich roll so lange immer, bis ich Tempo kriege bei jedem Level ab. Aber ob das jetzt so sinnig ist, ne? Ich meine, wir haben noch sehr viele Charaktere vor uns. Und ob das jetzt so sinnig ist, das zu tun, keine Ahnung. So. Bam, 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 bam. So. Das hat weh. Wir haben ein Item, nice. So. Sehr gut. So, was haben wir jetzt? Ja, das brauche ich nicht. So, ausweichen, Tempo. Wir haben jetzt schon 21 Tempo. Wir brauchen noch immer noch 29, ne? Krass, wie viel Tempo wir brauchen. So, das brauchen wir alles gar nicht. Oh, Beherrschung ist eigentlich geil. Ich habe ja aber keinen Fernkampfschaden, ne? Hier. Ja, dann klar, Beherrschung rein. So, Lanze, Raketenwerfer. Nee. Auge, Glück. Das brauche ich auch nicht. Ach, hier bin ich immer am Überlegen. Weil mehr Crit-Chance wäre halt geil, ne? Aber dann habe ich schon mal wieder Minusschaden, ne? Ja, komm, nehmen wir mit. So, einmal räumen wir noch. Messer lohnt sich nicht mehr. Igel. Und noch LP-Regeneration, ne? Lohnt sich das für 70? Ne, da rolle ich lieber nochmal neu. Faust, Abuser, Trank.
Fernkampfschaden, das mit der maximalen EP ist halt das, was mich immer so ein bisschen runterdrückt, ne? So, wieso sollte ich jetzt die maximale EP auf 23 cappen? So, das ist Quatsch. Würde ich machen, wenn ich kurz vorm Ende bin. So, weiter. So. Au, das hat weh. So. Wie Gegner hier sind, bitte. So. Junge. Wie die Gegner hier einfach sind. Irgendwie kriege ich aber trotzdem gefühlt weniger EP, ne? Also bei manchen anderen Charakteren habe ich irgendwie mehr EP bekommen. So, Fernkampfschaden, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Lohnt sich halt alles einfach nicht. So. So, was haben wir hier? Schlange, Technikbuch, nein. Auge, Körper, Pilz, nein. Ziegenmedaille. Ah, scheiße. Ah, das Problem ist, hier kriege ich wieder Crit weniger. Ne, das lohnt sich nicht. Rüstung, Technik, ne, das ist alles Mist. Das ist alles Mist. Das könnte man nehmen. Nahkampfschaden, Crit, Chance, maximal EP, 1 runter. Ja, das nehmen wir mit. So, neu würfeln, Klee, lohnt sich nicht. Alienzunge. So, Kürbis, Statue. Alles Mist, hallo, Spiel. Gib mir mal was Ordentliches. So, Pilz, Kopfverletzung, Chamäleon. Wollte eigentlich weiter drücken und dann dachte ich mir so, ach komm, einmal geht noch. So, und das ist halt alles scheiße. Das freue ich alles nicht. Man hat aber auch echt Pech teilweise mit den Items, ne? So. Au. So Glascannon oder irgend sowas oder wieder Flügel oder so, das wäre ganz geil. Den würde ich nehmen. So. Jedes Mal latsche ich in den Gegner rein. So. Bum. Sehr gut. Ja, Crit. Nehmen wir definitiv mit. Ja, Cyberbohr lohnt sich nicht. Ein Auge, Elefant, Baby, nein. Speer, Messer haben wir hier. Wie viel Crit haben wir denn jetzt? 77. So. Hallo. Defekte Steroide. Ist eigentlich ganz geil, ne? Mal nochmal Nahkampfschaden und LP. Angriffstempo, das nehmen wir mit. Einmal räumen wir noch. Messer schon wieder. Ja, hätte ich grauen Messer gehabt, hätte ich die kombinieren können. Maus. Okay. Arme Tempo, das wird aber eine ganz schöne Nummer, ne? So. Ich wollte ja eigentlich auch Tempo hoch machen, weil man ja auch zusätzlich dann ein Item oder beziehungsweise was Neues freischaltet damit, ne? So. Einfach mal durchbrettern. So.
Bauen nochmal einen Baum. So, jetzt den blöden Wurm an der Seite noch. Zack, der war tot. Au, jetzt hat er wieder eine Kugel gefressen. Okay, jetzt war es knapp. So, was haben wir denn jetzt hier? Technik-Leg, Fernkampfschaden. Das ist alles Quatsch. Haben wir noch Angriffstempo hoch? Hier haben wir ein Messer. Die kombinieren wir. Damit haben wir jetzt erstmal 6 lila Messer. Das ist schon mal ganz geil. So, dubiose Tranksäure, Narbe, Schere, Gifthund, Alien Baby. Könnte man mitnehmen. So. Gibt es eigentlich Items mit Tempo? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es die nicht gibt. Also Flügel oder sowas, ne? Ja, cool wäre es jetzt, wenn ich mal wirklich jetzt so ein paar Tempo-Sachen kriegen würde. Würde ich auf jeden Fall feiern. So. Ich will einfach nur die 50 Tempo halt haben, ne? So. Bisschen aufpassen. Schaden kassiert. Au. Au. Junge, das war aber jetzt anders. Werten. So, jetzt nehmen wir das hier. Jetzt sind wir schon bei 30. Ich würde halt jetzt wirklich mal feiern, wenn wir jetzt Flügel kriegen würden, weil die haben, glaube ich, 10 Tempo drauf, ne? So, was haben wir hier? Krallenbaum, den könnte man mitnehmen. So. Revolver, das brauchen wir nicht. Schurikensäure, Schmetterling. Ja, Lebensentzug wäre halt auch ganz geil, glaube ich, aber. Haben wir einfach das Messer grau, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Scheiße. Messer blau. So, den nehmen wir nämlich einmal. Schmoop. Guck mal auch nicht. So. Ja, cool wäre es halt. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ne, ob ich mich jetzt zu sehr auf Tempo fokussiere. Ich meine, aber ihr seht ja auch, dass ich dadurch richtig gut schnell ausweichen kann und alles. Aber wenn ich dadurch halt, sag ich mal, weniger Schaden mache, ist halt auch nicht so geil, ne? Das Endziel ist ja trotzdem, dass wir hier die Stage halt shoppen einfach. So. So, aua. Hat kurz weh. So. So, was haben wir hier? Eigentlich nicht immer neu rollen. Also muss ich nehmen. So. Gerade zu viel schon verschwendet. Aber Beherrschung, ja, lohnt sich eigentlich immer, ne? Plus 6 Nahkampfschaden. Lohnt sich halt eigentlich immer. Und noch einmal neu. Weil wieder minus Schaden. Dafür mehr Crit. Aber was bringt es denn, wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt mehr Crit habe als 100? Und mehr als 100 geht ja nicht. So, da kann man. Item, nice.
Ja, ich hätte nicht zu sehr rollen sollen. Hab da jetzt richtig gegambelt, dass ich Tempo kriege. War, glaube ich, das Sinnfreiste, was ich hier machen konnte. So. Ja, noch ein Level Up. Cool. Ah, Level Ups dauern aber auch ewig, ne? Also ich hatte mit dem anderen mehr gekriegt. Ich habe da sogar auf EP gelevelt. Ich weiß es nicht. Spawn einen Garten, der alle für den Herd bringt. So, Schadenleben sind zu... Ja, ich glaube, ich kriege meine Tempo nicht mehr voll. Müssen wir das mal... Ah, hier. Könnte man mitnehmen? 37. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Ja, 50 ist schon echt nicht wenig, ne? Aber dann die ganze Zeit halt drauf zu rollen und zu hoffen, ist halt auch schwierig, ne? So, dann, wenn du dann auch wichtige Sachen teilweise wegrollst, nur weil du das eine schaffen willst, ist halt auch immer so eine Geschichte, ne? Ich meine, klar, ich denke mir mal nicht, dass ich das jetzt nicht schaffen sollte. Außer, wir kriegen aber richtig schnell aufs Fressbrett, aber mit dem Schwierigkeitsgrad geht's wahrscheinlich noch. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mein Level, weil so wenig Gegner kommen. So. So, komm. Ja. Geht das denn? Der werde jetzt so wenig Gegner kommen, hätte ich jetzt nicht erwartet. So. So, was haben wir jetzt hier? 25% Schaden gegen Boss und Elite-Gegner, eigentlich voll geil. Ja, wir nehmen die auch mal mit. 9 Tempo. Ich muss es da irgendwo kriegen. Ich campel gerade halt richtig drauf, obwohl es eigentlich totaler Blödsinn ist, ne? Naja. So, Glück. Rechnen, Itempreise. Einmal Räumer noch. Hier nochmal. Nehmen wir trotzdem nochmal mit. Scheiß drauf. Brauchen wir noch 5 Tempo. Lass mal doch hier irgendwo ein Level abkriegen, wo ich 5 Tempo habe. So. Dann haben wir das wenigstens weg. Das Gute ist, dass wir halt so schnell sind jetzt, ne? So, Level up. Ja, vielleicht haben wir jetzt ja Glück und wir kriegen jetzt ein Tempo-Upgrade. Würde ich auf jeden Fall feiern. Weil dann haben wir das jedenfalls auch weg. Er muss ein bisschen aufpassen, ja. Komm. So. Oh. Das war aber anders. So, was haben wir jetzt hier? 12% Lebensabzug. Plus 2% Schaden pro 1% Lebensabzug. Du nimmst pro Sekunde. Nein, definitiv. Gott sei Dank. So, was haben wir jetzt hier? Euch nicht. Alien Baby. Ja, können wir mitnehmen. Müssen wir aber trotzdem aufpassen, weil das Gegnertempo jetzt auch schon relativ hoch ist. Ich sage ja immer noch relativ, weil wir haben es ja runtergestellt, ne? So, Augenbinde. Messer nehmen wir mit. Mal rollen geht noch. So, das sperren wir. So. Sehr gut. Alter. Geht auf maximal nur 50? Ne. Geht noch höher. Wie schnell man ist, ey. So. Aber sehr, sehr cool. Wir haben das mit den 50% auch geschafft, aber das war schon sehr, sehr eklig, weil wir haben dadurch wirklich viele gute Sachen weggeschmissen, ne? Muss man auch immer mal berechnen.
Weil zum Beispiel mehr Nahkampfschaden und solche Geschichten oder Crit haben wir auch weggeworfen. Ich meine, klar, wir critten die ganze Zeit, ne? Man hört es ja auch. Aber dafür halt gute Sachen wegzuwerfen, ist halt auch immer sehr, sehr schwierig. Ah, noch ein Level-Up vorher. Geil. So. Schauen wir mal. So, hier. Jetzt kriege ich plus 12% Tempo, oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja. Ist eigentlich schon echt dreist, das nicht zu nehmen, ne? Aber lohnt sich halt nicht. So. Neu würfeln. Baby mit Bart. Nee. Ja, die Sonnenbrille nehmen wir nochmal mit. Kamea brauche ich auch nicht. Wir rollen nochmal. Hackbeil. So. Ja, es lohnt sich halt alles nicht mehr, weil. So, letzte Welle. Der Boss sieht sehr, ist sehr einfach. Ja, der Boss war jetzt nicht schwer. Weil der. Du siehst halt, wo der das macht, ne? So, wir haben Gefahrstufe 5 freigeschaltet. Wir haben den Sprinter, dann die Jagdtrophäe. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir auch brauchen für manche Skillungen. Ne? Nur mal so für euch. Also da müsst ihr. Das ist ganz gut, dass wir das freigeschaltet haben. Ansonsten den Ritter haben wir noch freigeschaltet. Ja. Das war die Skillung. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr hart auf Tempo gegangen, auch wenn es nicht sinnvoll war. Weil. Ich sag mal, ich wollte halt freischalten. Ne? Also. Ich wollte halt. Was haben wir denn dadurch freigeschalten? Nee, wartet mal, wo war das? Hier. Schnell. Okay, wir haben den Sprinter dadurch freigeschaltet. Okay. Jetzt haben wir aber plus 30% Tempo bei deinem Charakter. Hey, hey, cool. Ja, das war es im Endeffekt mit Irre. Dafür haben wir die Jagdtrophäe freigeschaltet, was halt ganz geil ist. Und ja, da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den gespielt hättet, beziehungsweise ob ihr dieses Shuriken-Bild lieber gespielt hättet oder doch das Messerbild. Und ja, Leute, erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Protato und haut rein.